Dieses geile Sprinter-Zubehör besteht aus insgesamt zunächst mal zwei Teilen. Dieser Platte hier, die da ist. Dann einem Halter, der made in Austria ist. Und dann haben wir noch hier so einen Hundenapf, der da ist. Wir haben ein Saskia Mineralwasser, wahrscheinlich aus dem Lidl. Und wir haben Sandra, die eben schon gewitzelt hat und gesagt hat, naja, die Frau hält den Herd. Das hast du aber gesagt, nicht ich. Ja, muss so sein, ne? War aber Zufall, weil wir können auch tauschen. Und das ist ein Multimobil, der schon ein bisschen Feindkontakt hatte. Ich zeig's mal gerade. Der war nämlich schon im Einsatz im Busch und wo auch immer. So, und Bernhard, was soll das Ganze hier? Das ist unser Außentisch. Wir tun hier induktiv kochen an der Seitenwand. Den kann man hier in die... Stopp, warte mal. Das ist die Original-Sprinterschiene. Ja, genau. Das ist die Schiene von der Schiebetür. Und hier können wir den einklinken und lehnt sich an der... Da darf ich Ihnen mal gerade was zeigen. Kommen Sie mal bitte her. Geht ganz schnell. Geht ganz schnell. Das ist ein Österreicher. Ich zeige Ihnen mal gerade. Der heißt Bernhard. Hallo. Und der hat einen Außentisch entwickelt. Wenn du den noch mal gerade abnimmst, bitte. Das ist die Originalschiene vom Sprinter. Guck mal. Und er geht jetzt hin und klickt den einfach rein. Siehst du das? Ja. Dann schiebt er diese Platte rein. Hier unten drin. Die Frage ist ja, wie kann man kochen outdoor? Dann kommt diese Kochplatte drauf. Sandra hält die. Die kommt hier oben rein. Daneben befindet sich eine 230 Volt Steckdose mit einer Master Volt. Die wird jetzt mal reingesteckt. Und das Induktionskochfeld ist an und wir kochen jetzt mal Wasser. Wie ist der Außentisch gelöst? Cool. Ganz echt cool, oder? Cool, ja, super. Die Originalschiene verwendet? Klasse, nicht cool. Ja, das ist in Deutschland, kann man sowas nicht entwickeln. Das müssen die Österreicher machen. Keine Ahnung. So, ist das schön hier auf der Abenteuerallrad? Ja, finde ich ganz gut. Ganz gut, ja. Innovativ, schön. Ja, und viel zu sehen. Und jetzt habe ich dich gerade mal mit reingebaut. Dann, ja, wir kommen. Vielen Dank erstmal zu dir. So, und dann siehst du, jetzt fängt es an und ihr habt richtig Power drauf. Da ist eine Mastervolt-Anlage dahinter. Ja, genau. Wir haben jetzt dort 2000 Watt eingestellt. Kein Thema. Kein Thema. Die kann wie viel, die Master Peak? 2,6. 2,6. Ja. Geht aber noch mehr, wenn man will. Ja, dann müsste man einen größeren Wechselrichter noch nehmen, aber ist nicht unbedingt zwingend nötig. Guck mal hier, den Tisch, ist der gut? Super, ja. Gut. Es geht so einfach, wenn man will, oder? Hm? Ganz einfache Erfindung, ja. Aber erst mal drauf kommen. Ne? Ja, die Platte ist übrigens, die ist zugekauft, ja? Die ist zugekauft, ja. Von wem ist sie? Ist von Helinox. Und da haben wir die Tischplatte genommen und man könnte ein Tischgestell für den Außenbereich auch für zwei Sachen halt verwenden. Das ist genial. Es fängt jetzt schon an, ein bisschen zu zischeln. Hast du den Radträger gesehen hier mit dem Roller? Ja, gut. Das ist der krass. Der ist made in Austria. Super. Geht's auch in Deutschland? Wer hat es noch in Deutschland? Nee, er. Er liefert die nach Deutschland, also, macht die TÜV-Eintragung, alles. Ja. Hat keiner sonst. Ja, es ist krass. Und die Sandra hat sich draufgesetzt, 200 Kilo kann er. Du kennst dich ja aus bei dem Ganzen, ja. Ja, leider. So, und jetzt sind wir schon am Kochen. Ja, sind wir schon am Kochen, ja. Jetzt geht's schnell. Was ist denn das für ein Behältnis, dass das funktioniert auf Induktion? Ist es speziell dafür? Ja, ist Campinggeschirr, was induktiv. So, kocht. Ja. So, und das Ganze gibt's bei multimobil.at. Und wenn wir schon dabei sind, zeigen wir noch ein neues Zubehör, was du entwickelt hast. Das ist euer neuer Radträger. Ja. Bitte einmal zeigen. Der kann 200 Kilo. Ja. Er kann einfach ausgeschwenkt werden. Dazu wird hier vorne geschlossen und du kannst ihn absenken. Zeig mal gerade absenken, einmal ganz kurz, dass wir das mal sehen. Dazu wird die Sicherung gelöst, dann kann er abgesenkt werden. Die Fahrräder können runter und bitte nochmal hoch. So, dann werden die unten gesichert und dann kann er eingeschwenkt werden und über diese Gleitlager hier werden sie am Fahrzeug befestigt. Das Ganze gibt es auch mit deutschem TÜV auf Wunsch und einem Gutachten, damit man ihn als Einzelabnahme dennoch eintragen kann. Und da habt ihr lange dran getüffelt. Das Ganze geht auch für Roller. Das können wir gerade mal zeigen. Das ist hier vorne drin und das ist der absolute Star. Sandra, ich brauche dich nochmal als Gewicht. Es tut mir so leid. Denn wenn du dich mal gerade draufsetzt, Sandra, jetzt ja, schon. Ja, aber am besten hoch, weil wenn der so gekippt ist, komme ich da, glaube ich, nicht. Kommst du nicht drauf. Okay, dann fahren wir den mal hoch. Fixieren ihn und da ist der Roller dran und das Ganze aus Edelstahl, Aluminium und Stahl. 200 Kilo, die Sandra setzt sich mal drauf, dass man mal sieht, also das kann wirklich, das sind jetzt etwa 140 Kilo. Sandra ist leicht und bitte mal einschwenken.
dass wir das mal zeigen. Und siehe da, der Star auf der Abenteuerallrad, multimobil.at mit Sandra Capella. Wir werden dich noch für wichtigere Dinge einsetzen. Ich kann ja nicht alles machen. Ja, das Ganze multimobil.at, aber dein Tisch, den feiere ich so sehr. Ich glaube, es sind die kleinen Sachen im Leben, oder? Ja, genau. Einfach die, was man braucht, wenn man in der Freizeit ist. So, ihr habt ein neues Ausstelldach entwickelt, das zeige ich auch mal. Als Neuigkeit hier bei multimobil.at, komplett selber gebaut, sehr kurz, sodass hinten ein Max-Fan noch drauf passt, waren 6 Meter. Ja, genau. Also das Dach hat 2,70 Meter. Mit 2 Meter Liegefläche mal 1,20 und ist sehr hoch gedacht, also man kann problemlos drinnen sitzen. So, was ziemlich cool ist, ihr habt das selber gebaut. Aus welchem Material? GFK? Ist Aluminiumrahmen, ein Niroster Scharnier, sage ich jetzt einmal, ist die Schere. Und eine Sandwichplatte mit 40 mm. Das Dach ist völlig begehbar. Völlig begehbar? Ja. Da ist Solar sogar oben drauf? Ja, genau, 490 Watt. Und wir haben in den Außenbereich auch so kleine Löcher reingemacht aus Verzurmöglichkeit, wenn man kurz was transportieren sollte, möchte. Ihr habt eigene Tanksysteme, die entwickelt wurden, 150 Liter im Sprinter. Ja, auch mal genau. Bitte zeigen, dass wir die einmal sehen. Das ist eine Besonderheit. Wir haben hier ein Fahrzeug im Teilausbau, damit wir Sachen zeigen können, wie auch gedämmt wird, wie Tanks entstehen und so weiter. Und das ist der Tank, der ist noch nicht verkleidet. Auf Wunsch kann er auch verkleidet werden. Und hier sieht man 150 Liter im Sprinter. Ja. Mastervolt im Sprinter. Ja. Weil ihr nichts anderes könnt. Ihr könnt nur Mastervolt. Nein, wir kennen nur das. Aber ihr liebt Mastervolt. Ist ein bisschen teurer. Ja, funktioniert gut und da haben wir jetzt alles zusammen und da bleiben wir dabei. Guck mal, die Batterie, da hinten die kleine, die hat fast 500 Amperestunden. Ja. Kann man gut leben mit. Sie ist winzig und sie wiegt nicht viel. Was wiegt die? Ist noch mal leichter geworden. Ich denke so um die 45 Kilo hat sie. Für 500 Amperestunden? Ja. Nutzbare Leistung? Ja, nutzbare Leistung. Krass. Und hier vorne auch die Sachen, die ihr entwickelt habt. Ja, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind auf der Abenteuer Allrad. Multimobil. Das Fahrzeug haben wir übrigens gefilmt gerade eben, haben wir ein extra Video gemacht. Dann hast du einen Kunden von dir mit dabei, der hilft dir sogar auf der Messe mittlerweile, weil er so überzeugt ist davon. Er selbst hat eine Maschinenbaufirma, hat dieses Fahrzeug in Auftrag gegeben mit Original Porsche Leder und vielen Extras. Ihr baut auf Kundenwunsch, beratet aber auch. Wenn der Kunde keine Ahnung hat, ihr habt tolle Grundrisse schon. Es geht auch um die Beratung bei uns und möchten nur das, was der Kunde wirklich braucht, verkaufen. Du bist Kfz-Meister, kannst auch Fahrwerktechnik? Ja, machen wir auch. Motor kannst du auch ran, oder? Nein, das haben wir nicht jetzt. Das lassen wir, weil ich bin immer ein Freund von Originallassen, oder? Ja, ich auch. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Abenteuer Allrad mit Sandra Capella. Und unterwegs bei multimobil.at das Ganze natürlich aus Austria. Tschüss.